Willkommen zurück bei Risen. Am Ende vom letzten Part haben wir uns die Karte für den Vulkan besorgt. Und da würde ich auch gerne mal einen kleinen Blick drauf werfen, damit wir so mal ein Gespür und Gefühl bekommen, wie groß das Ganze denn ist. Eine Karte der Höhlen und Wehranlagen unter dem Vulkan, das sieht auch direkt gut aus. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Wir waren ungefähr irgendwo hier in der Ecke. Ja, ich habe keine Ahnung, wo wir angefangen haben. Gut, das sehen wir, sobald wir wieder da sind. Bevor wir das aber machen, werden wir uns erstmal wegteleportieren. Sonstiges, ne, das war doch unter Magie, oder? Ja, das war unter Magie. Es geht erst einmal in die Hafenstadt. Zum Schmied. Und der Schmied, der soll uns noch ein bisschen was beibringen. Beibringen, sage ich schon. Ja, er kann uns auch was beibringen, genau. Ich möchte ja gerne Sturmwind schmieden. Dann soll er uns nämlich Schmieden 3 beibringen. Dann werden wir noch 10 Punkte in Stärke investieren. Und dann überlege ich, ob wir 5 Punkte in Stärke machen oder uns direkt Alchemie holen. Das Problem ist, Alchemie, also diese endlosen Tränke, die dauerhaften Tränke, die würde ich ja eh erst machen, wenn wir am Stärke-Cap sind von 100. Deswegen macht es eigentlich noch keinen Sinn, Alchemie zu nehmen. Ich weiß auch nicht, wie viele Erfahrungspunkte wir noch bekommen und was für eine Stufe wir noch erreichen, aber es dürfte genug sein, um das alles zu bekommen. Ich glaube, ich habe jetzt einen riesen Umweg genommen, einmal im Kreis. Aber egal. Dann gehen wir nämlich erstmal zum Schmied und zeigen dem die Echsenschwerter. Mal sehen, was es da noch Nettes gibt. Und ich bin sehr gespannt über Seelentrinker. Da freue ich mich richtig drauf. So, Dork ist jetzt leider weg. Das heißt, die Aschenbestien werden uns jetzt wieder Probleme machen. Walter hieß er. Genau, ich glaube, Oscar hieß der Typ, der Schmied aus dem Banditenlager. Da habe ich nämlich, glaube ich, letztens verwechselt. Hast du so ein Schwert schon einmal gesehen? Hast du so ein Schwert schon mal gesehen? Lass mal sehen. Ich kenne dieses Material. Das ist Obsidian. Damit habe ich auch schon mal rumgespielt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man daraus auch Schwerter machen kann. Bei meinen Versuchen war der Rohling immer zu spröde und ist beim ersten Hieb zersplittert. Moment mal, siehst du das hier? Ich glaube, das sind Spuren von Gold. Vielleicht ist das die Zutat, die dem Schwert die nötige Biegsamkeit verleiht. Dann kannst du mir also auch Schwerter aus Obsidian schmieden? Mit den richtigen Rohstoffen kann ich dir zumindest Rohlinge machen, die du selber schmieden kannst. Du meinst, du brauchst Obsidian. Und Gold. Ich mache dir einen Vorschlag. Du bringst mir Obsidian und Gold und ich mache dir daraus Schwertrohlinge. Klingt nach einer guten Idee. Bevor wir das aber machen... Was kannst du mir beibringen? Ja, Schmiedenrang 3. Ja, nochmal 5 Lernpunkte weg, aber egal. Ich will 2 Handschwerter schmieden. Du musst den Schmiedehammer auf der glühenden Klinge tanzen lassen. Schnelle und präzise Schläge. Wenn du dieses spezielle Singen der unfertigen Klinge hörst, machst du es richtig. Nur so kannst du die allerbesten Eigenschaften des Metalls hervorholen und wahrhaft meisterliche Stücke anfertigen. Gut, dann kümmern wir uns erst einmal darum. Oh mein Gott, wie war denn das noch gleich? Ich glaube, wir haben hier angefangen, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Stahlrolling. Glühender Seelentrinker, genau. Das können wir jetzt auch bauen. Denn da das ein Zweihänder ist, mussten wir vorher auch erst noch die letzte Stufe lernen, weil das sonst, glaube ich, nicht möglich war. Ich glaube, dann mussten wir... Ne, erstmal abkühlen, oder? Wie war das? Ich muss damit zu einem Amboss. Gut. Was gibt's? Dann erst so. Dann aber erst bearbeiten. Oh Gott, ich habe die Schritte gar nicht mehr im Kopf. Viel zu selten gemacht. So. Und ich glaube, jetzt mussten wir... Ne, jetzt hier hin. Und danach mussten wir schleifen. Genau, so rum war's. Macht ja auch Sinn so, andersrum ist ja eigentlich schwachsinnig. Och, und genau jetzt haust du auch ab. Perfekt, mein Freund. Ja, sieht nett aus. Ein paar Runen eingraviert. Okay. Sieht gut aus. Ja, Questerfolg. Sehr schön. Dann schauen wir nochmal. Was kann der gute Seelentrinker? Im Moment haben wir noch die Dämonenklinge. Auch ein Zweihandschwert mit Klingenschaden 66. Und der Seelentrinker 75. Braucht 72 Stärke. Na, das sollte das kleinste Problem sein. Hallo Walter, wir brauchen nochmal deine Hilfe. So, was kannst du mir beibringen? Was genau. Kannst du mir beibringen? Einmal Stärke. Ich will stärker werden. Weiter so. Ich möchte noch stärker werden. Ich will stärker werden. Gut. So, dann muss ich mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Lalala, wo haben wir es? Wir haben noch 5 Lernpunkte übrig, 78. Oh mein Gott, wir sind ja noch ewig vom Cap entfernt. Ja, gut, aber ich glaube...
Ja, Alchemie macht jetzt noch keinen Sinn. Also die Tränke, die holen wir uns ganz am Ende erst, wenn wir die 100 haben. Was kannst du mir beibringen? So, nochmal Stärke. Ich will stärker werden. Gut so. Gut. Dann haben wir jetzt nur 3000 Gold. Oh Gott, ja, ich habe viel für Tränke ausgegeben. Das brauchen wir jetzt aber, glaube ich, nicht mehr machen. Ich denke, das reicht soweit. So, und ein scharfer Seelentränker. Ja, das sind nochmal 9 Klingenschaden mehr. Das ist natürlich genial. Perfekt. Und die Echsenschwerte, die hast du nicht mehr gebraucht? Anscheinend nicht. Na gut. Dann, ich habe Eisenerz für dich. Ich habe Obsidian für dich. Ich habe Obsidian für dich. Willst du tauschen? Gib mir einen Obsidialrund für ein Einhandschwert, für ein Zwei, für ein Bastardschwert. Mhm. Ja. Gibt's keine Zweihänder? Moment. Eisenerz, das war das normale. Ich habe Eisenerz für dich. Gut. Was willst du? Für einen Zweihänder. Aber das war doch mit Gold, oder? Ich meine, das war für Gold. Ich habe Obsidian für dich. Willst du tauschen? Ja. Komm, gib mir mal so ein Bastardschwert. Gib mir einen Obsidian-Rohling für ein Bastardschwert. Ja. Das macht aber, glaube ich, wenig Sinn. Also ich glaube, davon haben wir jetzt auch nichts. Lass mich kurz schauen, aber ich denke nicht, dass das besser sein sollte als Seelentrinker. Glühender Obsidian-Rohling. Tja, dafür... Es ist nur ein Bastardschwert. Wir können ja mal so ein Ding bauen. Warum nicht? Vielleicht ist es ja besser. Wer weiß das schon. So. Dann auf zum Amboss. Ich muss damit zu einem Amboss. Ja, war ich doch. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob wir sowas schon gebaut haben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Die haben ja schon so ein bisschen was angefertigt und... Ach nein. Und ich weiß nicht, ob da sowas schon dabei war. Aber ich denke nicht, dass das eine Verbesserung gerade für uns ist. Ach komm, Knecht. Zieh Leine. Gibt's was Wichtiges? Gibt es. Was gibt's? Die Aufnahme läuft und du stehst mir im Weg. Was? Ach, das ist doch bescheuert. Wieso gibt's denn hier keine zweite Schleifmaschine? Was ist denn das für ein schlecht ausgerüsteter Schmied hier? Na gut, was soll man noch machen, ne? Der sitzt ja die ganze Zeit auf der fahlen Haut und macht nichts. Ach komm, mach Platz. Wir warten jetzt hier eine halbe Ewigkeit darauf, dass wir hier ran können. Und das Schwert wird auf jeden Fall schlechter sein. Also, ich kann es mir am besten Willen nicht vorstellen. Sieht ausgezeichnet aus. Und jetzt mach einen Abgang. Ja, sehr gut. Wunderbar. Ja, aber das Design, das sieht sehr verheerend aus. Das würde irgendwie auch so typisch echsenmäßig aussehen. So, wo haben wir es denn? Joa, Klingenschaden 70. Wäre sogar für die Dämonenklinge ein Upgrade gewesen. Aber, naja, der scharfe Seelentrinker ist halt einfach zu stark. Gut, dann nochmal kurz hier hin. Alvaro, zeig mal, was du hast. Zeig mal, was du hast. Denn ich möchte jetzt gerne mal unsere ganzen Echsenschwerter verkloppen. Alle 73. Ja, 1000 Gold, dankeschön. Runen... Moment, machen wir es doch ein bisschen übersichtlicher. Das Runenschwert brauchen wir auch nicht. Auch das scharfe Obsidianschwert brauchen wir nicht. Dornkeule kann alles weg. Jo, das kann alles weg. Die Sichel kann weg. Der Richtstab kann weg. Novizenstab. Komm, das verkloppen wir jetzt alles mal. Kleiner Schild brauchen wir auch nicht mehr unbedingt. Ja, mit den Ringen. Nee, das behalten wir jetzt erstmal alles. Gut, dann bitte einmal handeln. Sehr schön. Haben wir die Kohle auch wieder drin. Dann können wir jetzt zum Banditenlager gehen, zum Don. Hier oben war es, glaube ich. Yep. Können ihm sagen, hör mal, Kumpel, Hafenstadt gehört uns oder dir. Naja, uns, wir teilen uns die natürlich. Der Don und ich, wir sind ja auf Augenhöhe zueinander. Fast zumindest. Und ich muss nachher nochmal gucken, ob ich die Helligkeit nicht jetzt vielleicht ein bisschen zu hell habe für den Tag. Also im Dunkeln war es jetzt gut, es hat gepasst. Im Hellen, naja, müssen wir mal schauen. Don, wo bist du? Ich habe gute Nachrichten. Wir haben das goldene Tor in der Vulkanfestung geöffnet. Und? Habt ihr den Ursprung des Übels hier auf der Insel schon gebannt? Wir arbeiten noch daran. Gut. Und weiter? Was ist jetzt mit meiner Hafenstadt?
Wird der Inquisitor sie endlich aufgeben und seine Ordenskrieger zurückpfeifen? Mendoza ist noch im Tempel und hat ganz andere Sorgen als die Hafenstadt. In Ordnung. Dann wirst du jetzt in die Hafenstadt gehen und mit dem Möchtegern-Kommandanten der Stadt sprechen. Geh zu Carlos und mach ihm klar, dass er seinen Posten räumen soll. Sonst wird er die Konsequenzen tragen müssen. Meine Geduld ist bald am Ende. Sag ihm das. Mit dem allergrößten Vergnügen. Gut. Auf, zurück zur Hafenstadt. Juhu. Aber okay, dann haben wir das jetzt auch wenigstens erledigt. Die Hafenstadt gehört wieder uns. Sehr schön. So, und wir kommen ja nämlich auch direkt vor der Halle raus. Wunderbar. Ordenskrieger. Ach ja, jetzt müssen wir ihn erstmal finden, ne? Ja, hier drin ist er wahrscheinlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles schon beklaut habe und die Bude hier ausgenommen habe. Ich glaub's fast nicht. Okay, hier wahrscheinlich schon. Aha, Ordenskrieger. Ist hier drin jemand? Ja. Das dürfte dann der Big Boss sein, Carlos. Ich habe schon gehört, dass ein Bandit den Inquisitor begleitet. Es war nicht schwer zu erraten, dass du der Bandit bist. Warum bist du allein? Was hast du mit Mendoza gemacht? Hast du noch was zu tun für mich? Was? Hast du noch was zu tun für mich? Vergiss es. Du bist mir zu oft in einem Atemzug mit den Banditen genannt worden. Ich bin besser beraten, wenn ich mich nicht mit dir einlasse. Ah, okay. Wegen deiner Stadt, deiner Aufgabe hier in der Stadt. Wegen deiner Stadt. Na, jetzt bin ich mal gespannt, was du mir über meine Stadt zu sagen hast, Freundchen. Also, ich denke, es hat alles seine beste Ordnung. Ist das so, ja? Nach meinem Geschmack läuft so einiges schief in letzter Zeit. Es scheint ganz so, als sei der Don im Vormarsch. Ich werde mich ganz offensichtlich selbst darum kümmern müssen. Ja, ich glaube, das ist noch von ganz am Anfang, als wir uns auch entscheiden konnten, wollen wir uns den Banditen oder den Ordenskriegern anschließen. Deine Aufgaben hier in der Stadt sind erledigt. Was redest du da? Wer hat dich geschickt? Don Esteban? Ganz recht. Er will, dass du deinen Posten räumst. Warum sollte ich tun, was dein Verbrecherboss mir befiehlt? Es gibt keinen Grund mehr für euch Ordenskrieger hier in der Hafenstadt zu bleiben. Die Kristallscheiben sind gefunden und das goldene Tor in der Vulkanfestung ist geöffnet. Ich sehe, ich werde an anderer Stelle gebraucht. Also gut, meine Männer und ich werden weichen. Ich werde es sofort veranlassen. Warte hier. Machtwechsel in der Hafenstadt, sieht gut aus. Meine Männer sind abgezogen. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Und jetzt geh. Ich habe Vorbereitungen zu treffen. Gut. Ach ja, wir hatten ja noch ein paar Quests. Gut, aber die fand ich jetzt auch nicht mehr so interessant, muss ich sagen. Auch wenn die natürlich noch ein bisschen Erfahrung gegeben hätten. Aber das waren noch alles so diese Vorbereitungsquests für Banditen oder Ordenskrieger. Insofern interessiert mich das gerade auch nicht so wirklich. Wir gehen diesmal den Weg hier runter. Jawohl, und da kommen sie alle. Die Banditen sind wieder da. In unserer Hütte. Hallo, Don. Du hast es endlich geschafft. Die Stadt ist nun wieder in meiner Hand. Jetzt endlich kann ich wieder in mein Haus und die Geschäfte der Hafenstadt übernehmen. Das war eine große Leistung. Du bist wahrlich mein bester Mann. Darum mache ich dich nun zum Hauptmann meiner Bande. Möge dir deine neue Stellung Kraft geben für die schwierigen Aufgaben, die im Vulkantempel auf dich warten. Wenn du versagst, wird diese Insel bald nicht mehr sein. Und all unsere Bemühungen waren völlig umsonst. Wir alle zählen auf dich, Hauptmann. Jawohl, ich brauche eine bessere Rüstung. Ja, wir haben da erst vor kurzem eine bekommen. Und, was hast du eigentlich mit dem Goldberg vor? Taschendiebstahl. Können wir ihn jetzt beklauen? Schauen wir mal. Was hast du eigentlich mit dem Goldberg vor? Das willst du wissen. Wow. Tja, ist das denn ein Scordos Paket? Aber es ist zu früh, darüber zu sprechen. Goldene Schwert. Erstmal muss die Inquisition wieder die Insel. Nein. Ich hab dich doch nicht. Ich bin beeindruckt. Verdammt. Ach nein, Moment. Scheiße. Ich wusste, das funktioniert nicht. Verdammt. Oder ich hätte was klauen müssen. Aber der hatte so viel Zeug dabei, da musste ich erstmal gucken. Gerade bei den Waffen. Aber ich glaube, die Waffen waren scheiße. Okay. Das hat jetzt so nicht ganz funktioniert. Ich weiß, wann habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Oder gab es Autosave? Ich glaube, es gibt immer Autosave, wenn wir ein Portal benutzen.
Gut, auf jeden Fall, uns gehört jetzt wieder die Hafenstadt. Wir sind Hauptmann. Wir können uns hier eine Rüstung kaufen. Das ist ja ganz ausgezeichnet. Und danach... wir sind, glaube ich, noch nicht ganz fertig. Dazu aber dann später mehr. So, wir sind jetzt wieder hier. Ja, jetzt muss ich, glaube ich, nochmal mit dem reden. Gut. Aber ich sehe gerade, die 15 Minuten sind ja eh schon wieder rum. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt nochmal offscreen nachholen. Und danach sehen wir uns dann wieder vor dem Don. Bis zum nächsten Part.